Ich mache jetzt eine Sache, die ich hätte schon viel früher machen müssen. Ich glaube, ich habe es dieses Jahr noch keinmal gemacht und ich hätte es mindestens dieses Jahr schon viermal machen müssen. Aber ich hasse es einfach. Ich hasse es so sehr. Es geht um Pinselwaschen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als das, aber es ist wirklich langsam ekelhaft. Keiner weiß, warum der Pinsel einfach grün ist. Ist wahrscheinlich schon der Schimmel, der sich da gebildet hat. Spaß, war eine Gesichtsmaske. Ich nehme dazu immer diese Seife hier. Das ist von Essence eine. Ihr könnt aber auch eine normale Blockseife nehmen. Und dann noch warmes Wasser mit Öl. Lass uns mit meinem Blushpinsel beginnen. Ich glaube, das wird die größte Katastrophe werden und da wird am meisten Dreck rauskommen, weil ich den wirklich jeden Tag benutze. Nachdem genug Seife dran ist, gebe ich das dann nochmal hier auf so ein Pinselreinigungspad. Und dann ab ins Wasser. Yummy. Mmh. Aber der Pinsel ist clean. Ich sag euch auch ganz ehrlich, wie es ist. Ich hätte gedacht, dass da um Welten mehr Dreck rauskommt als das bisschen hier. Weiter geht's hier mit meinem Cream Contouring Pinsel. Und oh mein Gott, okay. Das ganze Wasser hat sich einfach gefärbt durch einen Pinsel. In einer Stunde, wenn ich mit allen Pinseln durch bin. Alle Pinsel sind sauber und das ist das Endergebnis. Deswegen bitte regelmäßig Pinsel säubern. Die geliebte Seife ist jetzt fast leer, deswegen an Essence. Bitte bringt eure Pinselwaschseife ins feste Standardsortiment. Wir brauchen das. Schaut euch an, wie wunderschön sauber meine Pinsel jetzt wieder sind.